Hallo, herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Angezockt von Big Farm Story. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ja, wir haben in der letzten Folge ja, ich würde hier gerne raus. Hallo, ich würde gerne raus da. Wir haben ja in der letzten Folge schon mal reingeschaut und was ich bisher gesehen habe, begeistert mich doch mehr, als ich erwartet habe. Es gibt Haustiere. Oh, das war so niedliche, gewöhnliche Leckerlis. Oh, wie schön. Nee, das wollte ich nicht. Ich glaube, hier hinten, ne? Das ist so das Einzige, was so ein bisschen schwierig ist. Okay, geht gerade nicht. Hey, Stufe 4 ist super. Jetzt haben wir Möglichkeiten. Steinabbau, ich glaube. Wir machen trotzdem erstmal... Ah, komm, Pilzkunde. So. Können wir dann nochmal? Wow, krass, wie viel hier. Boah. Ja, ein unglaublich schönes und gemütliches Spiel, finde ich persönlich. Mir gefällt es bisher sehr gut. Ich mag die Farbenfroh. Fröhlichkeit, das ist, trifft derzeit total meinen Geschmack. Es ist niedlich animiert. Du hast ja bisher eigentlich eine ganz süße, kurze Geschichte dazu. Also viel ist halt noch nicht so passiert, aber dennoch niedlich gemacht. Und ja, wir haben dann zum Schluss der Folge haben wir dann einen kleinen Jungen von der Shepherd's Farm gerettet und gefunden. Und jetzt sollen wir dann im Teil auch wieder zu dem Schäfer hingehen und mit denen unterhalten. Ich vermute mal so eine gewisse Art von Belohnung abholen. Das schauen wir uns dann auf alle Fälle auch gleich an. Aber zuallererst möchte ich gerne hier ein bisschen was einsammeln. Ja. Aha. Ach, guck mal da. Na dann, freischalten. Oh, wie schön. Ja, so gefällt es mir besser. Es ist sehr cool gemacht. Also wirklich, ich kann hier das alles reparieren und machen und drehen und wenden, wie ich will. Das ist voll schön gemacht, finde ich. Wirklich, da haben sie sich echt Mühe gegeben. Super schön. So, da haben wir jetzt wieder volles Wasser. Hier ist, sind noch ein paar Lorbeerblätter, ein paar Blümchen. Hier können wir was ausgraben. Oh, schön, ein Meerrettich, siehst du? Da ist auch nochmal ein kleines Plätzle. Rote Beete. Ich bin gespannt, wann ich das nächste, nächste Feld bekomme. Das finde ich schon cool. So, kann ich hier eigentlich was verkaufen? Ist ein bisschen schwierig, weil ich habe zwar schon eine ganze Menge, aber... Nichts, was irgendwie groß was wert ist, ne? Und die scheinen sehr selten zu sein. Seltene Sachen verkaufen. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier wieder hin. Zu den Carpenters Hof und sammeln auch hier alles so ein bisschen ein. Es ist wirklich schön gemacht. Und ich bin ja eh so ein Fan von Farmen und Landwirtschaft aufbauen und allem drum und dran, ne? Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Müssen wir ein bisschen mit der Energie gucken. Nicht, dass ich mir dann zu viel aufhalte. Das ist die Frage, könnte ich denn irgendwie, wie kann ich denn ins Inventar? Mensch, mit I, okay. Kann ich hier eigentlich irgendwie was essen? Wird jetzt in der Herstellung... Ah ja, kann Charakteren als Geschenk... Okay, cool. Charaktere, Kleintierstall, Begleiter... Windmühle, okay. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwie die Energie wieder zurückkriegt, aber... Kaufen, 50. Ah, okay, also man kann hier auch tatsächlich ein bisschen mehr kaufen. Ah ja. Aber essen kann ich scheinbar nicht. Ach so, doch hier, deine Speisen und Getränke. Du hast keine... Speisen und Getränke mögen. Verkoche etwas oder kaufe etwas im Laden. Hey! Aber die verkauft ja gar nichts. Was ist das? Riesiges Picknick. Kann verwendet werden, um mehr Energie für den Tag zu erhalten. Okay.
Ja, aber das kostet halt so viel. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, dann kann ich jetzt gar nicht alles einsammeln. Upsi. Jetzt müssen wir doch tatsächlich erstmal mit den Leuten reden. Hier, guck mal, hier sind sie doch alle beim Frühstücken. Voll schön. Oh, Vater, Levis Temperatur ist viel zu hoch. Wir sollten Dr. Galen holen, damit er sich ihn anschauen kann. Die Brücke wurde durch den Sturm zerstört. Ich kann nicht ins Städtchen, um den Arzt zu rufen. Oh, ich weiß, aber werden unsere Hausmittel reichen? Ah, bitte lass es uns wissen, wenn wir euch irgendwie helfen können. Levi ist mein starker Junge. Ich weiß, dass er sich durchkämpfen werden kann und muss und wird. Okay, wir machen das alleine. Wie ist der Plan? Kümmere dich um die Medikamente gegen Fieber und ich werde den Rest erledigen. Levi schafft das, ganz sicher. Okay, ein paar Münzchen. Kira, ich konnte mich bisher noch gar nicht dafür bedanken, dass du Levi gefunden hast. Ach, es tut mir leid, was mit deinem Bruder passiert ist. Wenn ich irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. Das ist so freundlich von dir. Ich habe aber noch eine andere Bitte. Mir fehlt eine wichtige Zutat für meine Medizin. Aber ich will ihn auch nicht alleine lassen. Könntest du mir vielleicht die Wildblumen besorgen? Wow, du kennst dich so gut aus. Ja, meine Mutter hat es mir beigebracht, was ich jetzt weiß. Und es hilft in den meisten Fällen. Die Medizin sollte Levis Schmerzen lindern, solange wir auf die Reparatur der Brücke warten. Es ist das Beste, was wir jetzt tun können. Dann werde ich dir die Wildblumen ernten und so schnell wie möglich bringen. Ach, ich begleite dich, Kira, wenn du Hilfe brauchst. Pflanze an Wildblumen. Okay. Ach, jetzt habe ich wieder voll Energie. Wuhu, das ist ja voll toll. Hallo. Oh, sieht aber irgendwie total glücklich aus. Aber ja. So. Jetzt haben wir hier... Boah, krass, wie viele Sachen man hier einsammeln kann, ne? Okay, cool. Da sind noch Kieselsteine. Die habe ich fast übersehen. Die müssen wir auf alle Fälle mitnehmen. So. Gehen wir noch einmal kurz durch den Wald? Ach, ich hätte schon Lust drauf, ne? Farmtiere und mehr. Achso, das müssen wir dann erst freischalten. Okay, das ist klar. Da müssen wir natürlich erstmal gucken. Wow, krass. Kann ich jetzt hier? Nee, das kann ich scheinbar trotzdem noch nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt dann bald irgendwie eine Küche oder sowas freischalten kann. Wegwartewurzel. Cool. Damit wir uns dann irgendwas Nahrhaftes zubereiten können. Um unsere Energie halt einfach wieder ein bisschen aufzufüllen. Es ist ja doch schon recht wenig Energie. Aber es wird mehr. Also von daher, das passt dann schon. So, jetzt gucken wir hier. Der Wald. Ja... Der Wald. Kann ich hier Pilze sammeln? Nee, ne? Die nicht. Okay. Aber hier sind Stöckchen. Kann ich hier irgendwas einsammeln? Nee, das geht nicht. Mit den Holzscheiten kann ich noch nichts anfangen. Bergbau haben wir auch noch nicht. Aber hier ist auf alle Fälle ein Pilz. Ein Champignon. Ah ja. Aber die muss man beide erst zerkleinern. So, häckseln. So, ein paar Bärchen. Kaputtes Boot. Oh, da brauchen wir immer eine Menge. 900 Taler. Okay. Fischreuße. Okay, den Angelschein. Den muss man also auch erst noch machen. Wow, krass. Cool. Hey, Level 5. Super. Löwenzahn, Steinabbau, maximale Energie. Definitiv die maximale Energie. Oh, und gleich aufgefüllt. Das ist noch viel besser, finde ich. Eine Morchel. Hier hinten waren wir gestern gar nicht, ne? Da war noch ein Stock, den habe ich jetzt zwar gerade gesehen, den müssen wir uns aber erst noch holen. Vielleicht ist das sogar sowas wie eine Höhle? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Oh, wie schön. So. Also tatsächlich echt richtig niedlich gemacht. Ein Pfifferling. Hallo. Cool wäre, wenn hier irgendwo was versteckt wäre, weißt du? Da ist noch ein Champignon.
So. Dann haben wir jetzt doch eine Menge eingesammelt. Dann schlage ich vor, wir gehen mal zu uns auf die Farm zurück, dass wir jo, da weitermachen können. Deine Farm. Ja. Aber ich glaube, jetzt habe ich natürlich die Karotten angepflanzt, ne? Das ist jetzt blöd. Nochmal, hallo, wie kann ich dir helfen? Naturmedizin. Ach, erst in Böden pflügen, Pflanzen, Wässern, Kinder leicht. Willst du mir nicht helfen? Ich, nee. Dafür habe ich kein Händchen. Aber ich kann dich anleiten, falls du vergessen hast, wie es geht. Lass dich nicht ablenken. Er braucht die Medizin. Okay, blitzblank. Beim Aufräumen ist dieser ganze Schutt zusammengekommen. Kannst du davon was gebrauchen? Das ist wirklich viel. Lass mich mal sehen. Ja, da sind einiges, was Owen und ich verarbeiten können. Danke. Hier, nimm die Taler dafür. Um ein paar der Materialien solltest du auch selbst behalten. Jetzt, wo der ganze Schutt weg ist, möchtest du deine Farm vielleicht noch etwas dekorieren. Du kannst die hier verwenden, wenn du magst. Weitere Dekos kannst du bei deinem Paar kaufen. Bei meinem Paar. Oder in anderen Läden. Juhu! Das ist ja schön. Ein großes Picknick. Okay. Ja, cool wäre halt, wenn ich das da machen könnte. Schön. Du hast was gefunden, oder? Ja, ein paar Talerchens. Ich will das hier haben. Ja, es ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil wächst noch. Ja. Ich meine, gut, wir haben fast den nächsten Tag, ne? Aber ein bisschen schade ist es jetzt schon. Aber gut. Dekoplatz, Holzscheite. Ja, dafür bräuchten wir dann natürlich erstmal die Axt, ne? Aber das kriegen wir dann schon hin. So, Dekoplatz freischalten. Schönes Ding. Hier würde ich die tatsächlich sogar sehr hübsch finden. Also hier, finde ich, macht die dann schon ein bisschen mehr her. Achso, da geht es ja wahrscheinlich darum, ne? Fischreuse, ja, gut, das ist halt noch nicht so, ne? Oh. Die ist schon schön, ne? Hier so mittendran. Hat schon was, finde ich. Dann können wir hier nochmal reparieren. Genau, und da machen wir so ein Eichhörnchen hin. So. Ne, machen wir noch einmal. Passt dann schon. So, okay. Ja. Doch, sieht bisher doch eigentlich alles ganz gut aus. Schöne Geschichte. So. Na gut, kaufen brauchen wir jetzt im Moment nicht. Aber hier die Sachen verkaufen. Das weiß ich nicht. Die geben halt auch alle bloß einen Taler. Die geben vielleicht mal zwei, aber ansonsten ist noch nicht so viel, ne? Ich weiß auch nicht, was wir alles noch brauchen. Das ist so ein bisschen die andere Seite. Ich lasse es jetzt mal so ein bisschen mit dem Verkaufen. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal wieder rein. Ich wollte doch nicht erweitern. Ich wollte reingehen. Genau. Dein Eigenheim. So. Weil im Prinzip ist es zwar erst Nachmittag, 6.30 Uhr, aber ich weiß gerade sonst nicht, was ich machen möchte. Ne? Wir haben jetzt mit den Leuten gesprochen, wir haben alles eingesammelt. Dann können wir auch schlafen gehen. Tag abgeschlossen, verdiente XP, Taler, neue Fertigkeiten. Super, oder? Gut, jetzt müssen wir natürlich die Wildpflanzen anpflanzen und die brauchen jetzt dann natürlich nochmal einen Tag. Aber ja, der Tag geht, glaube ich, relativ fix vorbei. Wildblumen, das sind die hier dann, ne? Ja. Perfekt. Genau. Und das machen wir hier auch nochmal. Ah, vielleicht können wir hier dann mit der Spitzhacke das wegmachen. Das könnte vielleicht sein, ha? Huh? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß bloß, dass ich hier unbedingt gerne
ja, das wegmachen möchte. Du bist ein Naturtalent. Jetzt müssen wir warten, bis die Wildblumen gewachsen sind, damit du sie ernten kannst. Ich schaue jetzt mal nach einem, mach mal ein paar, ob er Hilfe bei der Reparatur der Brücke braucht. Okay, tschüss. Viel Spaß. Bis bald. Ach, guck mal. Ja. Freischalten. Können wir das auch? Dritte Farbe. Okay, doch nicht. Ist nicht schlimm, aber wir können jetzt hier endlich anfangen mit... Lass uns mal Kartoffeln holen. Lass uns mal Kartoffeln holen. Da hätte ich jetzt Lust drauf. Kaufen 8. Kann ich mir so viele leisten? Also 4 Stück würde ich jetzt mal kaufen. Genau. Und verkaufen würde ich jetzt hier mal 6. So. Bisschen was verkauft. Hurra! Dann nehmen wir hier auf der Seite mal das Zeug mit. Da ist noch ein Blümchen. Und da ist ein bisschen Lehm ist es, ne? Schön. Hier können wir auch noch freischalten, siehst du? Freischalten. Hm. Jo. So. Und dann machen wir hier die Kartoffelsaat. Braucht zwar 2 Tage, aber jetzt haben wir ja ein zweites Feld. Von daher ist es jetzt für mich in Ordnung, dass eins halt mal 2 Tage braucht und das andere halt nur einen. So, dann auch noch. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir das ja auch relativ schnell freigeschalten. Was hast du jetzt hier? Ein paar Taler. Juhu. So, dann sammeln wir wieder alles Mögliche ein. Ja gut, es ist halt so ein bisschen die tägliche Routine, die man dann eben halt macht. Ne? Man geht dann eben halt über die einzelnen Plätze und sammelt dann eben halt die Ressourcen ein, die man so sucht und findet und sieht. Und ja, so ein bisschen routinierte Arbeit, ne? Aber das ist in Ordnung. Ich meine, das machst du in vielen Farmspielen. Und ja, von daher... Schön ist eben halt, dass du nicht weißt, was dich als nächstes erwartet. Ne? Du weißt halt nicht, an welchem Busch wächst jetzt Lorbeer oder hier dieses andere Kraut. Was ist in den Sandhaufen, was ist in den Grashaufen? Das kriegst du ja, ja, ist ja alles doch etwas zufallsgeneriert. Zumindest habe ich den Eindruck, dass dem so ist. So, wir haben hier jetzt, guck mal, wir haben hier Champignon und wir haben hier Blaubeerchen und ja, und man gibt halt alles EP, das ist natürlich dann besonders schön. Aber bloß bald keine Energie mehr, das ist fast ein bisschen schade. Naja, mal gucken, was wir dann jetzt freischalten. Am nächsten Tag, wie gesagt, kommen ja dann sind die Wildblumen fertig, dann können wir eben halt mit denen reden. Genau, bis dahin müssen wir uns jetzt irgendwie über Wasser halten. Ich meine, wir sind noch nicht so erschöpft, dass wir umfallen. Das ist ja ganz praktisch. Aber ja, wir müssen trotzdem ein bisschen schauen, dass wir ja nicht auf Null runterfallen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was passiert. Aber ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Es ist sonst immer nicht so gut. Ne? Es ist ganz selten, dass das mal toll ist, dass man sein Leben verliert. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Mhm. Na guck, jetzt haben wir hier nochmal den einen Pilz. Da ist jetzt nochmal sowas. Das weiß ich nicht. Sieht so aus, als ob man das... Aber das geht nicht. Okay. Dann gehen wir mal auf die Farm. Und gehen dann mal weiter zum Carpenter. Oh, hier ist auch so wahnsinnig viel, ne? Wow, krass. Da traut man sich ehrlich gesagt überhaupt nicht zu gucken, was sich da so alles verbirgt und versteckt. Und ich meine, Energie ist halt ziemlich low. So. Kann ich etwas für dich tun? Dazu eine Brücke schlagen? Okay. Da ist, im Moment müssen wir da halt einfach ein bisschen abwarten. Dann gucken wir einfach mal, was mit der Brücke ist. Vielleicht sind sie ja inzwischen schon vorangekommen. Ich freue mich dann, wenn ich dann wirklich so viel Energie habe, dass mir das total egal ist, wie viel Energie ich habe und nicht mehr so drauf achten muss, dass ich nicht gleich umfalle. Das stelle ich mir teilweise noch ein bisschen schwierig vor.
Ne? So, nicht umzufallen. Oje, oje, oje. So, wir gucken mal. Hey, du. Hey. Was möchtest du denn? Eine Brücke schlagen. Der Sturm hat sie mächtig erwischt. Ich fürchte, es wird eine Weile dauern. Aber mach dir keine Sorgen. Deinem Großvater geht's bestimmt gut. Okay, also die, ja, war klar, dass ich das reparieren muss. 3 Holzscheite, Hilfe für Brückenreparatur. Also das dauert noch einen Moment, weil das halt eine Quest ist. Aber das kriegen wir dann schon hin. So, plus noch 5 Punkte. Uiuiuiui. Und ich kann nirgendwo was zu essen kaufen. Oder wie ist es? Kann ich jetzt dieses Picknick essen? Oder wie ist es dann? Ich habe doch hier eigentlich so einen Picknick, oder nicht? Großes Picknick. Dasselbe Sandwich schmeckt... Ah ja, hier. Okay. Keine Ahnung, wo man das benutzen kann. Kann ich mich hier hinsetzen? Nö. Okay. Ja, wie kriegen wir jetzt denn dann so ein bisschen Energie zusammen, ne? Das ist mir noch ein bisschen rätselhaft. Und du kannst ja auch sonst nichts essen, ne? Also du hast ja keinerlei Möglichkeit, irgendwie irgendwas zu essen. Also zumindest habe ich bisher jetzt noch nichts entdeckt, wo er mir sagt, hier, das kannst du essen. Katzi hat wieder was gefunden. Oh, mal ein paar Münzen. Das freut mich natürlich sehr, ne? Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier. Ah, das ist mir... Oh Gott, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass ich hier abkürzen kann, ne? Ei, ich bin der Depp, ne? Hi. Wird Levi wieder ganz gesund? Kannst du ihm helfen? Ja, kann ich. Morgen. Morgen, Kinder. Wird's was geben? Ja. Mensch, Kira, Weihnachten ist doch vorbei. So, okay. Jetzt wird es dann langsam dämmerungsdunkel. Heißt, wir können jetzt dann eine Runde schlafen gehen. Es ist halt 3 Uhr Nachmittag eigentlich erst. Okay. Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Das ist so ein bisschen... Ey, man kann halt doch noch nicht so viel machen, ne? Man ist doch noch sehr, sehr, ja, beengt in seinen Möglichkeiten. Ja. Energie für Koop-Begleiter. Mögliche Schätze. Ah, okay. Da ist ja die Katze tatsächlich richtig cool. Der Hase ist auch in Ordnung. Und das findet halt noch mehr Sachen, ne? Aber alles unterschiedlich, ne? Also es ist, glaube ich, schon, es macht Sinn, zwischendurch den Begleiter einfach mal so zu wechseln. Kieselstein ab Level 3. Kann dein Begleiter diesen Gegenstand... Okay. Cool. Slot hinzufügen. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Wird zum Erfüllen von Marktaufträgen benötigt. Wird beim Kochen verwendet. Okay, also das ist ja alles noch nicht so... Da fehlt halt noch ein bisschen was, bis wir da sind, ne? Ich weiß halt nicht, ne, was wir halt alles brauchen. Das ist halt so ein bisschen... So. Naja, wir gucken mal. Kann ich mich vielleicht mit der Mama nochmal irgendwie unterhalten? Kann die ihm halt nochmal irgendwie irgendwas mir Gutes tun? Nee, Gespräch beenden. Also da ist im Moment gar nichts. Das ist schon schade. Ich hätte gern irgendwie die Möglichkeit. Das ist halt natürlich wahnsinnig teuer, ne? Da kann ich mir jetzt gerade überhaupt gar nichts leisten.
Wollte ich eigentlich auch nicht. Also ich will ja eigentlich nur mehr Energie. Energy. Ich hätte gerne einen Energy Drink, bitte. Weiß auch gar nicht, warum das Picknick, ja, was verhindert, dass ich das Picknick einsetzen kann. Das ist so ein bisschen seltsam, finde ich. Ne, weil ich, warum nicht? Aber gut. Keine Ahnung, was da los ist. Na gut. Tja. Aber es bringt ja jetzt auch nichts, gar nichts zu tun. Also ich bin eigentlich immer irgendwie der Freund davon, die Energie komplett auszunutzen. Und dann durchaus auch günstige Sachen zu futtern, wenn ich jetzt so an Stardew Valley denke, damit eben halt ein bisschen Energie wieder da ist, damit ich auch wirklich alles machen kann. Aber hier jetzt ist halt doch, man steht halt jetzt doch bloß so ein bisschen in der Gegend rum und... Ach hier, da. Ah, gucke mal, siehst du, so hat man es. Ah, das haben wir jetzt verstanden. Okay. Ja, dann können wir jetzt doch noch mal ein bisschen was sammeln gehen. Natürlich noch immer nicht viel. Ja, wir haben jetzt noch 34 Punkte. Aber so ein bisschen was, ne? Damit wir das ganze Zeug nicht liegen lassen müssen. So. Dann sammeln wir hier noch ein bisschen was ein. Ah, die repariert gerade ihren Bulldog. So, da die Steinchen noch. Und die Erde. Kann ich hier entlang? Nee, schade. So. Ja, schau mal. Ist ja doch noch eine ganze Menge, was rumliegt, ne? Ja, wie viel man liegen lassen würde, ne? Schon gut, dass wir jetzt dann doch verstanden haben, wie es funktioniert. Oh, ich habe gesehen, dass du was hast. Ich gucke auch sofort. Moment, was hast du denn gefunden? Hast du wieder ein bisschen Geld gefunden? Ja, tatsächlich. Oh, wie cool. Ja, die Leute, die haben alle keine Lust auf ihr Geld. Die lassen das alles liegen. Dann können wir jetzt hier nochmal ein bisschen was einsammeln. Dann haben wir eigentlich die Energie, denke ich, gut ausgeschöpft und dann ist es halt auch einfach spät genug, dass ich mich entspannt hinlegen kann und ja, doch. Das passt dann schon ganz gut. So, hier haben wir noch was. Ja, da sind ja dann am nächsten Tag dann auch die Wildkräuter fertig und dann bin ich gespannt, wie die Story weitergeht. Also das finde ich sehr schön gemacht, muss ich sagen. 16, ich guck mal. 14, also die wollen 2 Energie haben, geht aber noch. So. Genau, die Kieselsteinchen. Muss bloß wieder ein bisschen gucken, ne? 8, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. So, und jetzt sehen wir die Abkürzung im Prinzip zu uns nach Hause, indem wir einfach hier runtergehen. Das habe ich beim ersten Mal ja gar nicht so gecheckt, dass man da halt auch direkt... zu sich auf die Farm kommt, zumal wir dann ja auch außen rumlaufen mussten. Aber so passt es doch ganz gut. So. Okay. Hey Leute, ich denke, das soll es jetzt für heute erstmal gewesen sein. Es hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es jetzt heute ein bisschen langsamer war. Nichtsdestotrotz finde ich es total schön, das Spiel. Gefällt mir richtig gut. Ist das schön. Warte mal. Oh, ich hab zu wenig Plätze, ne? Merkst du das? Ach, hier kann ich bloß sowas hinmachen, aber das finde ich nicht schön. Das gefällt mir nicht. Kann ich hier vielleicht... Oh, guck dir das an. Bisschen klein, ne? Aber das macht nichts. Nee, es ist, ich finde den perfekt. Ich finde das perfekt. Das ist unglaublich. Es
ist einfach unglaublich. Passt nach wie vor noch rein. Wunderschön. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart und wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und munter. Und dann sehen wir uns in der, ja, dritten, vielleicht letzten, vielleicht auch noch nicht letzten Folge zu Big Farm. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.